Hier werden wir am Donnerstag mal versuchen, ein bisschen Golf zu spielen. Da unten sind die ganzen Rentner, die golfen gehen. Hier spiele ich immer auf dem Klavier. So, Freunde, wir sind angekommen im Trainingslager, gestern schon. Heute gibt es den Hotelrundgang und dafür habe ich mir niemand Geringeren an die Seite geholt als unser Kapitän. Ja, hallo. Eigentlich machen das immer die jungen Spieler, aber heute bin ich mal dran. Dankeschön. So, wir haben eine neue Kamera, müssen uns noch ein bisschen austesten. Aber. Oh, das hat sich schon. Ich würde sagen, los geht's. Rezeption. Muss ich jetzt hier alles einzeln? Auf den Fahrstuhl und so? Pool wäre natürlich das kürzeste jetzt gewesen. Bar, Restaurant, was wir nicht sehen werden. Wie findest du es bis jetzt hier? Gut, Essen passt, mein Einzelzimmer passt. Ach, das ist super, kann man gut schlafen. Willkommen in meinem bescheidenen Garten, ja. Stufen, Jule? Ja, das wäre auch mal schön, ne? So ein Sturzvideo. Und dann die neue Kamera direkt kaputt. Ja, hier werden wir am Donnerstag mal versuchen, ein bisschen Golf zu spielen. Oh. Aber nur Bälle wegkloppen. Wer kommt da alles mit? Ich wollte eigentlich mit Flo gehen. Kempfi wollte mit Martin richtig spielen, aber da würde ich hier nur den Rasen kaputt hacken. Weil ich kann das nicht richtig. Ich kann nur mit Gewalt. So, hier haben wir so einen schönen Pool. Ganz geschmeidige 8 bis 10 Grad. Wann warst du heute Morgen im Pool? 7.30 Uhr. Harris wollte eigentlich auf mich warten, aber da war schon ein paar Minuten eher. Morgen nehmen wir noch Marius mit. Also wenn ihr schon so früh wach seid. Wahrscheinlich nicht, ne? Spa und Fitness. Hallo. So, ich hoffe, den Raum sehen wir nicht so oft. Außer. Ja, ja. Danke. Aber hat man natürlich alles, was man braucht, ne? Laufbänder, Gewichte, falls du mal was machen willst, Jule. Ja, ich wusste bis heute nicht, dass es ein Gym gibt. Geht da hinten noch weiter. Wie gesagt, hier sind eher so die Reha-Patienten, ne? Ibo, Mathe, vielleicht Palko noch eine Einheit. Genau, schön, ne? Wunderschön. Ja, sehe ich auch so. Hast du sogar noch Äpfel, ein paar Vitamine. Guck mal, Herze da oben. Das ist in dem Alter, da kann man auch mal. Kannst du auch die andere Hand hochheben, Herze? Oder erst mal das Zimmer. Erstzimmer. Bevor alle anderen schlafen? Ja. Wir gehen zuerst in mein Zimmer. Nee, da hat doch keiner Bock drauf. Ordnung. Ganz groß geschrieben. Und danach können wir zu Ibo gehen. Den müssen wir so richtig raustrommeln. Der ist immer so laut neben mir. Oder wollen wir ernst? Ja, wir gehen erst bei Ibo. Ja, Ibo ist auf dem Klo. Wer ist mit Ibo im Zimmer? Derry. Ja? Room Service. Oh, Toni. Ja, wir wollten mal kurz dein Zimmer zeigen. Klar, komm rein. Dadurch, dass Ivo. Was macht die? Guck mal, das ist eine Ordnung. So war ich als junger Spieler auch. Top off. Ich hätte es mir schlimmer vorgestellt. Top off, oder? Ja, ist ordentlich. Ja, ist nicht schlecht. Ja, aber ist ein Tag. Ivo, kommst du noch mal raus, oder? Derry auch. Ja gut, das reicht schon, ne? Geht dir durch jedes Zimmer, oder? Nee, ich hab mal gedacht, ich will mal so ein richtig unordentliches Zimmer nehmen. Da hab ich gedacht, so Ibo, aber... Nee. Tschüss, Ibo! Wer ist unordentlich? Haben wir jemanden? Mathe. Mathe, ja. Wo ist der? Ich weiß nicht, mit Ibo ist, glaube ich, mit Toni sogar ganz gut. Oh,
Zu dritt. Oh. Was haben wir gerade? Licht ausgemacht? Ja. Also ich nicht. Ich bin rein in meinen bescheidenen Tempel, ja. Glück war die Putzfrau heute da, hat das Bett noch gemacht. Ja, haben wir alles hier, ne? Kaffeemaschine, Wasserkocher für Tee. Einen schönen Ausblick. Da können wir uns echt nicht beschweren. Dort sind die ganzen Rentner, die golfen gehen. Nach dir. Alter, war schön. Nein, komm. Komm. Danke. Hallo. Hi. Wie macht er sich so, Toni? Der macht sich gut. Danke. Hatten zwar erst zwei Einheiten. Mal sehen, wie lange der Körper mitmacht. Naja, aber macht sich gut. Wie ist das Training bis jetzt? Ziemlich anstrengend. Also nach dem Aufwärmen konnte ich nicht mehr. Aber sonst. Mann, das darfst du nicht die Kamera sagen. Das geht ja auch immer so, oder? Nee. So, jetzt gucken wir uns an. Was gucken wir uns an? Physioraum? Ja. Und ja, da wir unsere Klamotten herkriegen. Und Essensraum. Ja. Mehr haben wir nicht. Vielleicht treffen wir Flo Niederlechner noch auf dem Balkon. Oder auf der Terrasse, die wir da haben. Ich glaube, das ist der Einzige, der hier wahrscheinlich mit Sonnenbrand nach Hause geht. Hier sieht es nicht so aufgeräumt aus wie bei mir, ne? Und es stinkt auch ein bisschen nach Fußballschuhen. Aber hier hat jeder seine Nummer und kriegt dann immer seine Klamotten, die vor dem Training geholt werden müssen. Und vor dem Essen abgegeben werden müssen, zum Waschen. Brauche ich nichts dazu sagen, ne? Hier liegen immer die gleichen drin. Ich bin hier sehr selten anzufinden. Linus ist schon das vierte Mal. Wir sind aber erst anderthalb Tage da. Genau, manche machen ja auch Mittagsschlaf, so wie Smile. Hier haben wir unseren Problemfall. Hey Martin. Hi. Wie geht's dir? Gut. Was ist denn das? Ich habe hier so ein Pelz. Ja, das Moderator jetzt. Ja. Eigentlich machen das sonst immer die jungen Spieler, aber ja. Ich liege hier auf deinem Platz, das ist okay für dich. Ja, ich bin eher so auf der Seite da unterwegs. Nein, gar nicht. Kannst du noch eine kleinere Kamera? Ey, das ist unsere neue Vlog-Kamera. Funktioniert richtig gut. Muss hier noch was sehen? Nö, ne? Essensraum. Guck mal, da haben wir vorne wieder gegessen wie die Schweine. Da muss mal sauber gemacht werden. Oh, hier haben wir noch der ist geschlossen, Meetingraum. Wird an der Taktik gefeilt, weißt du? Ja, Essensraum. Ja. Essen ist gut. Tischverteilung? Boah, gemixt. Ich sitze da, weit weg vom Essen. Trainertisch, Staff, Physios. Alles Mixtische. Jung und alt. Gemixt. Hier spiele ich immer auf dem Klavier. Ja, heute nicht. Hände sind gerade ein bisschen eingerostet. Und hier haben wir noch so ein bisschen, sehe ich gerade das erste Mal, einen Billardtisch. Und eine schöne Terrasse. Da sitzt eigentlich sonst nur Flo Niederlechner. Aber jetzt wird getüftelt, was wir noch besser machen können. Und den Kickertisch. Warst du hier schon mal nicht gleich? Ja, das erste Mal jetzt. Aber vielleicht sieht man mich heute Abend mal beim Tischtennis. Dann sehen wir uns gleich beim Training und dann zeige ich euch noch den Trainingsplatz. So, Toni. Ja, was willst du? Was machen wir jetzt? Jetzt gehen wir mal den Weg zur Kabine. Brauchen wir ein paar Stunden. Ja, nach so einer intensiven Einheit können wir noch ein bisschen die Beine vertreten. Was macht ihr zwei? Macht ihr ein Video? Video! Video? Was musst du machen? Ich muss einfach nur den Weg hier zur Kabine. Also denen ist wieder komplett langweilig, oder? Ja. Eigentlich solltest du uns auch noch den Platz zeigen. Der Platz, okay, wir haben hier
den Platz. Platz 1, Platz 2. Wir sind echt bis zur Kabine. Nee, ich komme nicht mit zur Kabine rein. Wir sagen jetzt tschüss. Tschüss, bis zum nächsten Mal. So, ich zeige euch jetzt aber doch nochmal schnell den Trainingsplatz, damit wir auch nichts vergessen hier in unserer Hotel-Slash-Platz-Tour. Und genau, also da hinten ist die Kabine von den Jungs. Da werden die dann immer rausgesetzt. Und hier ist dann der Trainingsplatz. Bis jetzt haben die Jungs nur auf der Seite hier trainiert. Auf der Seite, also hier auf der rechten Seite, war dann mehr so das Warm-up mit Kuchno. Oder auch die Jungs, die gerade noch individuell arbeiten, sind dann auch mehr so hier auf der Seite. Ja, so sieht es hier aus. Hinten gibt es bestimmt gleich einen schönen Sonnenuntergang. Und das war es auch schon. Das ist hier unser Zuhause für die nächste Woche. Trainingsplatz, Hotel, ihr habt alles gesehen. Und ja, ich muss mich hier noch ein bisschen eingrooven mit dieser Kamera, aber ich hoffe, euch hat es gefallen. Und hau he!